drei anderen Coaches haben, also dir als Frau, kann man jetzt sagen, vielleicht liegt sie auch dem, den Vortritt lassen. Ihr singt deinen Track, Digging in the Dirt. Wie ist das für dich? Das ist wirklich extrem schön. Also das muss ich schon sagen. Vor allem am Anfang ist es natürlich darum gegangen, okay, welchen Song machen wir? Machen wir einen fremden Song? Machen wir einen eigenen Song von irgendjemandem von uns vier? Ich finde eigentlich, der Song passt sehr gut, also textlich, von der Geschichte her. Und bin jetzt natürlich sehr froh, dass die Jungs da mitmachen und dann einen Teil von sich vor allem auch reinbringen. Ja, für mich ist natürlich ein bisschen klar, dass aus meinem Repertoire wahrscheinlich das ist vielleicht ein bisschen zu wenig Mainstream. Das ist vielleicht gerade ein bisschen sehr blueslastig. Also ich halt, das war für mich klar, dass es das nicht aus meinem Repertoire wird sein. Und nachher hat man so eigentlich das Gefühl, komm, Ladies first. It's the lady in the team, so we all follow the ladies, follow the ladies. So. Das ist eben schön an der Musik, wenn du als Team gehst, dann spürst du die grösste Einheit. Und das ist das, was wir irgendwie auch symbolisieren wollen. Und darum freut es mich auch, dass wir wirklich nicht irgendeinen Song auf dieser Welt gewählt haben, sondern einen Song, der einem von unseren Coaches gehört. Ich habe das Lied gern. Das ist ein super Lied von Stefanie. Also nicht irgendwie beleidigt, dass du jetzt gefunden hast, nein, ich will einen von meinen grossen Hits dabei haben. Nein, nein, ich finde, das Lied ist wirklich super. Ich bin froh, es ist nicht ein Lied von mir, weil... Wäre nicht gut gekommen. Nein, und es macht keinen Sinn. Ich denke, es ist ein gutes Gefühl, weil wir müssen auch unsere, wie zu sagen, Space finden und Steps. Und ich denke, jetzt ist es viel besser. Am Anfang war es ein bisschen chaotisch. Aber jetzt, ich glaube, wir kommen klar mit Stefanie, der Philipp auch. Marc ist sowieso kein Problem. Und jetzt fühle ich mich gut.